Dankeschön. Oh, vielen Dank. Und jetzt das Neueste ist, dass Frauen nicht mehr Frauen sagen sollen, wenn sie über bestimmte Themen reden, sondern, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ich habe fetten Shitstorm kassiert diese Nacht, die sollen sich nennen Menschen mit Gebärmutter. Habt ihr das alle mitbekommen? Ich schwöre, habt ihr das mitbekommen? Applaus, wer das mitbekommen hat. Jawohl, ihr habt das alle mitgekriegt. Sehr gut. Ich habe sogar halbe Stunde lang darum diskutiert, ich Bastard, weil ich konnte so 3 Uhr nachts nicht schlafen. Da schreibt so eine Frau, wir haben am schwersten, weil Leute nicht akzeptieren, dass Mensch mit Gebärmutter toll ist. Und dann schreibe ich unten aus Spaß, ey, in dieser jetzigen Zeit kann ich mir nichts Wichtigeres vorstellen, als Mensch mit Gebärmutter zu sein. Ne? Kommentiere ich, Idiot, um 3 Uhr nachts. Halb verpennert. Und dann kommentiere und jeder ist so, danke, ist endlich mal ein POC, der sich für die queere Sache einsetzt. Ich werde auf einmal so voll zum Volkshelden. Und dann schreiben irgendwelche anderen Mohammeds, du Verräter, du bist ein Bastard. Missgeburt, wurdest gekauft, du Keck. Ihr könnt das gucken, ich habe alles gepostet, wirklich. Also du Bastard, Missgeburt, ich höre nie wieder irgendwas von dir, du bist so beschissen. Und ich meine das so hart sarkastisch. Und dann schreiben mir so andere, setz dich mehr für Menschen mit Gebärmutter ein. Warum nicht direkt Brutmaschine? Das ist doch überragend. Diese Brutmaschine ist... Und ich kommentiere weiter hart sarkastisch. Ich so, doch, das hat mein Herz sehr erwärmt, die Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist toll. Aber ich finde auch, dass man Männer Klötenkrieger nennen sollte. Dann ist voll eskaliert. Und dann diese Türken, die mich gehasst haben, ah, Bruder, ich wusste, wir haben dich nicht verloren. Ich kommentieren alle so. Die so, jawohl, du bist wieder zurück. Du bist willkommen im Spiel. Ey, wir müssen angucken. Das war hart eskaliert. Ja, komm zu Talkshows, zu Bunt und Fröhlich. Ich so, Bunt und Fröhlich bin ich überhaupt nicht, Alter. Wirklich. Ich bin keins von beiden, Alter, wirklich. Ich muss kurz Habibi37 schreiben, ob ich zu Bunt und Fröhlich soll. Ne? Soll ich zu Bunt und Fröhlich? Habibi, wenn du das machst, bist du ehrenlos. Ich so, okay, ich höre auf dich, unbekannter Typ ohne Profilbild. Ne? Du bist definitiv mein neuer PR-Berater, 100%. Null Follower, null Beiträge, null nix. Erstellt seit vorgestern. Na, wirklich, du, auf dich sollte ich hören, Alter. Ne? Kurze Frage, welche Frau hier drin kann Schuhgröße 42 toppen? Was? Was hast du für eine Schuhgröße neben dem Russen? 43? Bei einer Körpergröße von? 92. Das ist Weltrekord, oder? Vielleicht? Locker. Also in Bangladesch wärst du ein Leuchtturm, 100%ig. Du wärst komplett. Kannst du dir hier so eine Taschenlampe aufsetzen und dann... Look, brother, we don't have to shit on the street anymore, brother. Unfassbar. Hast du einen Bruder? Nee. Du bist so ein Einzelkind? Sind die auch so groß wie du? Meine große Schwester ist ein bisschen kleiner und meine kleine Schwester ist kleiner. Also jeder ist kleiner als du, einfach jeder ist kleiner. Boah. Ich hoffe, du willst mit ihr daten, Alter. Das ist der absolute Hammer. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind anders als deine, aber auch passender als die der anderen. Danke sehr. Und du, wie geht's dir? Das war wirklich eine Ja-Nein-Frage, Leute. Wirklich, das war. Sind deine Schwestern größer oder kleiner als du? Also die eine ist ihrem Alter entsprechend etwas unter der anderen. Das ist wie so eine Textaufgabe. Kennt ihr diese Textaufgaben? Mit den Peter ist doppelt so alt wie seine Schwester. Die Schwester dreimal so alt wie das. Welche Farbe hat der Hund? Was? Zur Hölle war das gerade? Ah, 1,92, pure Legende, Alter. Wirklich der absolute Hammer. Boah, ist das die Absolute. Was machst du vom Beruf? Naja, meine berufliche Tätigkeit orientiert sich an der Gesellschaftsstruktur der Menschen. Ganz genau, jawohl. Entschuldige mich ganz kurz, ich muss weiter meinen Leuchtturm. Pass auf, Schiff kommt 17 Meter Backbord. Ne? Wir sind mitten in der Stadt, warum machst du das? Ich muss sicher gehen. Vorne. Hast du Freunde oder bist du Single? Nochmal? Single. No, ab heute nicht mehr, wirklich. Schreib mir bei Instagram, wirklich. Das wird die beste Freundin aller Zeiten. Obwohl, ich gehe nach Indien mit ihr. Das wäre der Hammer, Alter. Ich wäre direkt der König, Reichskanzler, Reichspräsident, alles in einem. Hello, my son, where is your new wife? Halt dich fest, du Penner. Ich präsentiere
The Riddler. Dann wollen wir mal heilen. Was machen Sie vom Beruf? Das, was Sie nicht machen und definitiv, was Ihre Frau machen könnte. Stell dir vor, du bist mit ihr an so einem Tisch und sie will das Salz haben. Können Sie mir die Mineralie geben, die abgebaut wird, aber nicht mit der schwarzen Farbe, sondern die mit Natrium gewonnen wird? Danke sehr, vielen Dank. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 18! Gerade noch mal Glück gehabt mit dieser Heirat, Alter. Das war. Ich hatte schon schwer genug, Alter. Wenn sie jetzt 17 gewesen wäre, klick, klick, klick. Also hier in Deutschland, bis wir nach Indien kommen, yes, no problem. Also yes. 17 ist hier 58. Los geht's, Attacke. Wenn wir da ankommen, Alter. Sie ist 18. Why is she so old, brother? I want to have a great one here for you, brother. Unfassbar, wirklich Respekt. Dann hast du gerade alles. Aber 43 schon Respekt. Aber das ist das perfekte Beispiel. Das heißt, sie ist die Einzige, die das toppen kann. Keine Frau hier drin hat sonst über 42. Absolut. Bei dir wäre auch komisch, wenn du nicht 43 hättest. Stell dir mal vor, sie wäre so 1,92 und hast du Schuhgröße 37. Sie würde so die ganze Zeit umfallen. Wirklich, jedes Mal. Ich habe keine Balance, du Penner, das war's. Wo stehst du? Da, wo du jetzt nicht stehen wirst, du Penner. Ich hab keine Ahnung. Wo willst du? Wo willst du hin? Wo auch immer der Wind mich verweht. Dann wollen wir mal. Ich habe keine Balance, wirklich. Sie ist dann wie so ein Zentaure, weißt du, sie ist wie so Hufen dann so, zack, zack. Los geht's. Wo wollt ihr hin? Galoppier mir nach, du Penner. Los geht's. Du bist eine absolute Legende. Was machst du vom Beruf? JVA? Was? Bist du im Gefängnis? Arbeitest du im Gefängnis? Boah, die schüchtert die Leute richtig ein, Leute, wirklich. Ich lass mir von keinem Menschen mit Gebärmutter was vorschreiben. Dann kommt sie rein. Du kleiner Scheißer, gehst zurück in deine Zelle, du Penner. Los geht's. Der absolute Hammer, Alter. Aber in diesem Knast, wie bist du im Knast gelandet mit 18? Was ist das für ein eskalierendes Praktikum, Alter? Wirklich, das ist ja hardcore. Mach ein Praktikum, wo du den Menschen näher kommst. Ah, Knastwärter, das weiß ich genau. Nee, wie bist du zum Knast gekommen? Was ist denn JVA? Langsam, langsam, langsam. Sie macht ein freiwilliges soziales Jahr im Hort. Solange... So lange hast du doch gar nicht geredet. Sie hat drei Buchstaben gesagt. Ach, FSJ, du bist die Legende vom Feinsten. FSJ und bei mir kommt JVA an, Alter. Ich hab gar nicht verstanden. Ich hab so Reverse Engineer. Ich hab das so verstanden, wie sie antwortet. So komplett verdreht. Da war ein J, das heißt Safe Knast. Okay. FSJ, krass, bist du denn, was du für Ohren hast? Warst du die Türkin, sondern woher kamst du? Algerien. Und was machst du vom Beruf? Aber das ist eine Grundschule, ach, deswegen hast du dieses Scharfschützenohr. Wirklich. Der komplett Dezibel ist komplett abgehärtet, Leute, wirklich. In der Grundschule ist sie nur so, mäp, 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 mäp. Und sie so, okay, ich muss jetzt genau hören, welches Map wichtig ist und welches nicht. Dann wollen wir. Grundschule bist du? Hammer, ich liebe Grundschule, wirklich, Hammer, wirklich, da wo jeder Vertretung machen kann, ich liebe das, absolut, bester Job. A, B, C, D, E, F, G und schlafen, Kinder, los geht's, danke mal, viel Spaß. Hier ist euer Ball, Völkerball, ihr Dreck, los geht's. Aber du unterrichtest auch alles oder hast du bestimmte Fächer? Du bist nur Sozialpädagogin, Schulsozialpädagogin. Aber was machst du dann bei den Kindern? Was? Also Grundschule ist auch Sonderschule gleichzeitig. Oder kommen die behinderten Kinder von woanders dahin? Überwiegend. Also überwiegend Behinderte und ein paar, die nicht behindert sind. Ey, bei vollem Respekt, ne? Aber wenn du in einer Schule bist, wo überwiegend Behinderte sind, und du bist der Einzige, der nicht behindert ist. Ganz kurz, ich will nicht irgendwie asozial wirken oder so. Aber wenn jeder
Wenn jeder eingeschränkt ist und der Lehrer kommt rein, herzlich willkommen, ihr Eingeschränkten, du bist so als Einziger, der nicht eingeschränkt ist, du so. Die Bastard haben mich verarscht, Alter. Wie schlecht habe ich bei diesem Test abgeschnitten, dass ich jetzt hier sitze, Alter. Aber das ist schon krass überwiegend, das ist schon hart, Alter. Wie entscheidet man das, wer da nicht überwiegend ist? Das ist eine harte Auswahl, Leute, wirklich. Du bist da, 2 plus 2 macht, wie? Okay, du bist da, 100%. Yeah. Keine Chance, du Penner. Hello Kitty in your ass, das war's. Ich stell mir nur gerade diesen einen Türken vor, der da sitzt mit so Bauchtasche, der so, warum? Kurze Frage, hast du den Rollstuhl vorher oder vorher nach mir bekommen? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Warum muss ich diesen Helm anziehen? Das macht doch keinen Sinn. Das hier ist doch deutsch. Warum sind die Fingerfarben geschützt? Das kann doch nicht wahr sein. Warum steht bei allem drauf, ich darf es nicht verzehren? Irgendwas macht doch keinen Sinn. Nein, aber jetzt mal, wie entscheidet man, wer reinkommt? Ach so, die sind einfach schon da. Okay. Ich wechsle schnell das freundlichere Thema, Leute, bevor das hier komplett eskaliert. Wo machst du FSJ? Was ist denn ein Hort? Ich denke an World of Warcraft. Kennst du World of Warcraft? Diese Orks. Mein Leben für die Horde. Das war's. Sie ist einfach bei Warcraft. Sie bildet so Orks aus. Sehr gut. Ihr seid bereit für die Horde. Raus mit euch. Wo müsst ihr hin? Was machen wir mit der Horde? Keine Ahnung. Einfach dachte, da wirklich. Aber was ist denn ein Hort? Ganz kurze Frage. Aha, jetzt. Wo warst du denn die ganze Zeit, Alter? Seit einer halben Stunde fangen wir ja halt einen Bürgerkrieg an und er ist der einzige Übersetzer. Wie kommt es, dass ihr zwei besser Bescheid wisst als sie? Also sie gibt zwei Buchstaben FSJ und sie direkt gibt ihren Lebenslauf. Das heißt das. Im Horn ausgebildet wurde sie hier und hier. Und dann zack, nochmal. Was wissen nur Deutsche? Hort wissen nur Deutsche? Wir waren da nicht. Ausländer gibt es nicht. Bei uns war das hier typico, war unser Hort. Jawohl. Das war unser Hort. Ey. Wenn Quote auf 1,1 geht, müsst ihr wetten. Sehr gut. Mashallah, los geht's. Königskette auf mich. Attacke, los geht's. Wenn ich gewinne, Traube Minze geht auf mich. Ah, verstehe. Das ist ein Hort. Sehr gut. Also Hort ist so eine Kinderparkstation, wenn die... Ach so, das ist da. RTL 2 für uns nach der Schule war für die Hort. Ey, du bist eine absolute Legende, Alter. Was machst du? Bist du noch Türke? Nice, Mann. Auf jeden Fall, als ich in Frankreich war, da war ich... Da rede ich lieber eine halbe Stunde über Putin, bevor ich darüber rede, Alter. 100%. Ich werde komplett Putin verteidigen, bevor ich auch nur ein Wort darüber verliere, Leute, wirklich. Da werde ich komplett ablosen. Auf jeden Fall, zurück zu meinen, die hier. Guck mal, ich sage euch ganz ehrlich, wirklich, warum ich dich überhaupt gefragt habe, du wundervolles Geschöpf. Das ist das letzte Mal, dass diese Ebay-Auktion stattfindet. Welche Frau hier drinne kann 42 toppen? Keine, ne? Sie ist die einzige zum ersten. Echt? Was hast du? Aber bei? Respekt. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Perfekt. Das ist ja wie Ebay. Ey, das ist unfassbar. Bist du auch schon Single? Das kam voll falsch raus, Leute. Wirklich, das war Katastrophe. Als hätte ich hier so einen Meuchelmörder irgendwo. Die ganze Zeit hier so rumlungern. Salim, Senor, wen sollen wir für dich ausstalten? Sie hat Zugröße 44. Sollen wir sie für dich herausfinden? Wir gucken, ob sie Händchen hält, dann achten wir drauf. Und ich hab mich jetzt so verraten. Schon? Ach so, nein, ich meinte jemals. Der Meuchelmörder gerade so hinter ihrem Freund. Wir bleiben unter uns. Sehr gut. Darf ich fragen, wie alt du bist? Und du machst beruflich? Wo wurde Werbung für diese Show gemacht, Alter? Ich komme gar nicht klar. Das ist ja der absolute Hammer. Was sagt es über mich aus, dass hier so viele Pädagogen sind, Alter? Ich glaube, ich bin so...
Ich bin so das Pädagogen-Endgegner, wirklich, das bin ich. So, guck dir diesen Penner an, den müssen wir in echt studieren, wirklich, Leute. Weil da, an dem können wir uns die Zähne ausbeißen, wirklich. Wenn wir den verstehen, werden wir jeden anderen verstehen. Ich bin wie so dieser Patient Zero von diesen Problemkindern, wirklich. Ich bin so von dem, die alle abstammen. Wenn du mich tötest, sind auf einmal alle Kinder voll nett. Die so, hallo Leute, ja. Aber wie süß, auf welcher Schulform? ISS. Der Kurde ist zurück. Sehr gut. High five. Bester Mann. ISS. Der Kurde hat sich sofort aufgewärmt. Wo ist die ISIS, Brüder? Ich werde diese Wichser vernichten. Für ein freies Kurdistan. ISS. ISS muss getötet werden. Dann wollen wir. ISS. So, als ob dieses... Klar fehlt da vielleicht ein I, aber das ist mir scheißegal. Das ist mir komplett egal. Unsere Schule heißt ISIS. Ist das irgendwie komisch? Mach das I weg, das wird keiner merken, 100%. Ja, wir sind safe raus. Nee, was ist denn ISS? Du weißt wirklich alles, Alter. Du bist die absolute Legende. Algerische Traumfrau, Alter, wirklich. Du musst wirklich für den Geheimdienst arbeiten. Sie hört nur so drei Wörter und weiß sofort alles, was das bedeutet. Komplett ISS, das ist die integrierte Gesamtschule hier in Berlin. Die 192-Frau macht das von dieser Seite und die andere Frau, wir wählen immer Frauen mit großer Schuhgröße aus, die diese Schulform unterrichten, weil die können die Kinder gut auf Abstand halten. Weil wenn die Kinder zu nah kommen, kriegen die so einen Kick. Du bist unglaublich. Komplett besser als Wikipedia. Alles, aber mit Begründung. Nicht nur Rotz, sondern sie gibt dir direkt alles. Ich frage sie und sie ist viel zu schnell. Sie ist schon direkt, ah, das ist mein Moment. Yeah. Integrierte Gesamtschule. Gegründet war das hier und das ist die... Das ist überragend. Bei diesen ganzen Schulen geht die Tür nur auf, wenn du so draufstehst. Weißt du, die haben hier wie so Fußdinger, wo du so draufstehst. Und wenn, wenn deine Schuhe zu klein sind, meep, meep, ah, schade, ich dachte nicht. Und dann so... Sehr gut. Wo seid ihr kleinen Scheißer? Kommt her, halt rein. Aber ich danke dir, dass du das erste Mal auch diese Hände richtig benutzt. Bei ihren Wikipedia-Definitionen, ich bin direkt so hart überfordert, ich weiß so gar nicht, was das heißt, aber du machst das richtig schön, richtig wie so, als wäre ich der letzte Primat, hat dir das erklärt. Wirklich, richtig, ihr hättet das sehen müssen, ich wünsche, ich hätte hier Kameras gehabt, die so, Grundschule ist hier, für klein. Sekundar ist hier. Und dann Gymnasium, du bist schlau, hast eigene Ballast. Sehr gut, ist ja richtig fresh. Das heißt, du unterrichtest, aber weil, guck mal, ich war ja die ganze Zeit im Ausland. Ich kam hierher, war direkt in der Hauptschule, irgendwie durchgeboxt mit richtig... Guck mal, ich war auf der Hauptschule nonstop, dann bin ich direkt aufs Gymnasium und voll viele fragen mich, hey, wie hast du das geschafft, die Stars, mit viel Fleiß und Mut und hast du lange gelernt? Natürlich nicht, Alter. Ich konnte Paint bedienen. Ich habe einfach Paint aus jedem Mangelhaft das weggezogen und sehr gut dahin gehauen und dann war ich direkt, wow, 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 Genie in Schloss, Genie in Schloss. Und die von da, wow, das ist ja ein Wunder, Hauptschülerkind, und wie ich das bin. Und jetzt mach Platz, du Penner, los geht's. Gymnasium genauso gekämpft, sehr gut. Das heißt, Sekundarstufe ist quasi Hauptschule und Realschule zusammen. Alhamdulillah. Beste Frau, high five. Du bist auch Algerierin? Nein. Türkin, zwei Plätze entfernt vom Kurden. Was ist das für eine tolle Sache? Das ist doch der absolute Hammer. Hinten Dreiecksformation sind die Russen vorbereitet. Türke, Kurde, hinten sind die Griechen. Wir haben direkt Dritten Weltkrieg hier perfekt vorprogrammiert. Das ist der absolute Hammer. Wir müssen jetzt einfach so nebendran von diesem Fünf-Sterne-Hotel einen Ukrainer hier reinbringen. Wirklich, Leute, dann ist es absolut nebendran. Habt ihr gesehen, diese Notfall-Fünf-Sterne-Hotels? Das waren die besten Sachen, Leute, wirklich. Ich habe das gesehen, wirklich, weil ich habe ja auch, ich tue so vermieten in Köln. Dann rufen mich manchmal an und sagen, hey, wir haben hier Notfall. Wir brauchen ganz dringend für einen tollen Burschen hier. Ich so, hey, aber da ist doch schon Afghane drinne. Ja, wir haben einen Notfall, da musst du jetzt ganz schnell drinnen rein und Burger King ist hiring, du kleiner... War hier irgendjemand bei der Polizei, weil er mal was geklaut hat oder so? Echt, du, Chris, Einzelkind? Warum habe ich jemals gefragt, Alter? Warum... Habe ich nur gefragt. Ey, Russe, wenn du ein Projekt hast, wo ich nach Ukraine will, das würde ich lieber jetzt hinfahren, statt mir diese Antwort nochmal zu geben, Alter. Das war eine richtig krasse Antwort. Ich kam 3 Kilometer zu spät, ich meinte zu früh. Nein, also nicht, ich bin im Auto zu früh gekommen. Das meinte ich nicht, das ist was anderes.
Also ich bin zu früh, also der Bulle ist zu früh gekommen, also auf meiner Motorhaube. Nein, ich meinte da drüben. Ich frag nie wieder das mit dem gelben Brief, Leute, vergiss das. War hier drinnen schon mal jemand in Indien oder sind irgendwelche Inder heute hier? Kein einziger. Echt Respekt, wo kommst du daher? Punjab, no way, das ist so, das klingt zwar hart erfunden für die Leute, die gerade ein bisschen skeptisch gucken, aber das gibt's wirklich, Leute, wirklich. Für die war das gerade so, hä, da hat sie gerade Curry gesagt, das war genau so. Ja, ich komme von Schweinshaxenhausen. Ja, genau. Punjab ist klar, Alter, 100%. Nein, das ist wirklich überragend dort. Hast du mal ab und zu mit deinen Verwandten jetzt telefoniert? Das ist das Witzigste auf der Welt, Leute. Du versteckst dich auf dem Klo? Langsam. Warte mal, Ich frage sie gerade, wie ist es mit deinen Verwandten? Die so, ich verstecke mich auf dem Klo, ich gehe einfach aufs Klo. So, ich will einfach nur auf der Toilette sein. Hä, aber redest nicht mit denen? Nein, ich bin nur auf der Toilette. Ich guck runter in den Kloabfluss, dann schwimmt so ein Bangladeschi, kommt so raus. Yes! I found it, brother! Yes! Finally, I have a toilet. Ich verstecke mich auf der Toilette. Das ist ja das unnötigste Geiseldrama aller Zeiten. Dieses Rinsel-Zolar. Liest die ganze Zeit so Zahnpasta-Packungen, die so, jawohl. Fluorid, ich wusste es, 100%. Also Moment, versteckst du dich in Indien auf der Toilette? Warum versteckst du dich da? Okay, erklär doch mal von vorne. Du bist Inderin, kommst aus Punjab. Ab jetzt musst du weitermachen. Dann gehst du auf Toilette, die reden, Bräder, gehst du auf Toilette, Bräder, okay, Bräder. Das ist das Gegenteil von Pac-Man. Das ist wie ein Pac-Man, diese Dinger und dann die Geister drehen sich dann auf einmal. Kennt ihr das nicht? So ist das bei ihr mit dem Furzen, Leute, wirklich. Die Leute kommen, so die Verwandten kommen, Bräder, dann ist sie, Bräder. Kennt ihr nicht Pac-Man? Diese Geister jagen dich doch, bis du diesen weißen Punkt findest und dann dreht sich das um. Das ist bei ihr die Toilette, Leute, wirklich, das ist überragend. Verwandten jagen sie, dann ist sie auf der Toilette, dann dreht sich alles um, überragend. Sind hier Marokkaner zufällig? Sehr gut, woher kommst du? Nador? Ach, du bist die Toilettenversteckerin, das ist ja der absolute Hammer. So habt ihr euch kennengelernt, ihr habt euch beide auf der Toilette versteckt und so. Warum bist du hier? Ich habe keinen Bock auf meine Familie. Ich auch nicht, wir sollten zusammen zu einer Show gehen und ihm das erzählen, sehr gut. Attacke. High five. Los geht's. Ihr seid doch absolute Legenden. Beide so, ich möchte nichts mit meiner Familie zu tun haben. Sehr gut. Furzkonter eingeleitet. Sehr gut. Aber warum möchtest du mit denen nichts zu tun haben? Ah, okay. Also das ist nur mit deiner Oma und deiner Tante. Und deinem Vater. Aber deine Mutter fehlt. Mutter nicht dabei. Ah, Deutsche, deswegen hast du keinen Kontakt zu ihr. Ist das eine Legende oder ist das eine Legende? Wirklich, das ist der absolute Hammer. Ihr Vater kommt so ein. Mit dem möchte ich was zu tun haben. Jetzt gucke ich mir meine Mama an. Los geht's, geh zum Wenden. Da gehe ich lieber auf die Toilette, du Penner. Niemals gebe ich mir diese Rattenpisse. Leute, habt ihr mal gesehen, diese Buchstaben von den Russen? Digga, das sieht aus wie unser Alphabet, nachdem es in Tschernobyl verstrahlt wurde. Wirklich, Leute. Ich weiß schon mein Leben. Das A ist so hart vercrackt, hat so einen Buckel. Das B ist so hart. Keiner weiß, was das ist, Leute. Wirklich. Selbst diese griechische Alphabet ist so. Fuck that shit, Alter. Da bleibe ich lieber ein Omikron, Alter. Fuck that. Das ist wirklich letzte Pokémon-Stufe, dieses Russen-Alphabet. Ich hab's noch nie gesehen. Keiner weiß, was das ist, Leute. Wirklich, selbst diese Untertitel sind einfach so Freestyle. Da sind ab und zu so Batman-Symbole dabei. Don't give a fuck. So Plus, Minus, Matheaufgabe, Textaufgabe zu drehen. So alles egal. Es kann unmöglich jemand lernen, Alter. Russe, keine Chance. Deswegen, die sind wirklich Legenden. Aber Englisch ist so geil zu lernen. Ich habe auf Instagram gepostet, wie ich vorher aussah. Ich sah wirklich aus wie Gaddafi 3 Wochen nach der Hinrichtung. Ne? Wirklich, war komplett tot. Ich war so richtig fett gefressen, Alter. Wirklich, war richtig tot. Und ich sage euch, was das Schlimmste ist, wenn ihr fett seid und dünn werden wollt. Wenn ihr am Anfang fett seid, ihr schämt euch zu essen. Also, ihr könnt nicht essen, ist für euch wie Crack konsumieren. Ihr müsst immer so hinterm Busch. So. Und wehe, jemand sieht dich von den Kindern. Aha, am Fressen. Ja, das war doch wohl klar, dass du wieder rumfrisst.
Noch schlimmer ist es, wenn du fett bist und ins Fitnessstudio gehst. Das ist, muss ein Geheimnis bleiben, die ersten 5 Jahre, Alter. Weil das Schlimmste ist, wenn du fett bist und du gehst 4-mal pro Woche ins Studio und erzählst das jemandem. Das sieht man ja überhaupt nicht, Alter, du Fettsack, Alter. Du musst schneller laufen. Und irgendwann hoffst du, dass die das merken. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du als Fettsack trainierst und keine Sau fällt auf, Alter. Dann, du bist so, ziehst die ganze Zeit deinen Bauch so ein, gehst unter die kalte Dusche, damit die Nippel so hart sind. Im Schwimmbad musst du immer so deine Hand so hoch machen, damit diese Schwabbeltitten nicht so runterhängen. Du die ganze Zeit so, läufst die ganze Zeit so rum. Und dann irgendwann fällt es jemandem auf. Du sagst, so, ey, sag mal, hast du abgenommen? Du so, nein, Alter, wie kommst denn du da drauf, Alter? Ich mach keinen Sport. Ich so, Bro, ich frag dich gerade auf einem Laufband, wir sind in einem Fitnessstudio. Du so, ach ja, stimmt, genau.